Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Uncharted Drake's Fortune bzw. Drake's Schicksal Remastered. Im letzten Part haben wir zwei kurze Kapitel gehabt und jetzt machen wir Kapitel 8 zum Turm. Kapitel 9. Das ist Kapitel 9 schon. Boah, die Musik von Uncharted ist echt lit. Okay, ja, hier sind wir stehen geblieben. Oh Gott, wie fährt man nochmal hier? So fährt man, okay. Ich sehe nichts. Wow. Oh nee, und sowas im Boot habe ich ja eigentlich nicht mehr erhofft, dass es nochmal kommt. Okay. Okay. Waren das alle? Okay. Immer mal sicher gehen, weil das nimmt, weil man nimmt echt viel Schaden, wenn man da reinfährt. Und dann, wenn die dann auch noch alle auf dich draufballern, bist du halt direkt tot. Ich habe schon gesehen. Wir haben eh unendlich Munition. Was? So da! So, da geht's weiter. Hä? Nein, da geht's nicht weiter. Ah. Oh, Gott sei Dank. Du musst diesen Turm erreichen. Ich warte dann am Zollhaus auf dich. Hoffentlich haben wir das nicht nochmal, aber sowas hasse ich eigentlich. Das wollte ich nicht. Das ist ja Munition. Oh. So weit weg? Warum habe ich jetzt eine Shotgun? Hä, ich habe doch die Waffe getauscht. Der hat überhaupt nichts. Okay.
Ich habe sogar getroffen. Jetzt nur die Frage, war das jetzt der letzte? Darf ich da jetzt runterspringen? Ja. Oh ja. Fuck. Wow. Gleich bist du tot, Flugzeugmann. Du bist tot, Mule. Ich will auch mal nicht Flugzeugmann genannt werden. Ich hab ihn. Ja, ich muss weg wegen der Granate. Ja, toll. Was ist das? Alter. Komm schon, Chef Fabel. Ja, ich musste ja den, ohne irgendwas zu haben, schießen, weil sonst hätte der andere nämlich auf mich geschossen. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Das war übelst knapp gerade, Digga. Weil der hat ja das hier weggesprengt und dann kann sich hier ja nicht verstecken. Und hätte ich mich hier versteckt, hätte der andere mich auf mich geschossen. Hätte ich mich so versteckt, hätte der andere auf mich geballert. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ah, das könnte helfen. Nein, das könnte nicht helfen. Die AK könnte helfen. Und mit der Shotgun, weil die Shotgun, Alter. So. Oh, falscher Knopf. Gestern habe ich ja schon mal ein Part gemacht, aber dann dachte ich mir, ich let's play das schon seit dem 6.12. Nee, ich muss jetzt eigentlich mal fertig mit dem Projekt werden. Ah, danke. Ah, da kann man hoch. Danke für den Tipp. Ach, da hoch. Ja, ich hab's kapiert, Spiel. Ja, ich brauche den Tipp nicht mehr, ich hab's geschafft. Alter, der Sprung war ja überhaupt nicht riskant. Kann ich mich hier dran halten? Achso, darüber, jetzt seh ich's. Oh nein, sowas hasse ich. Wenn man nämlich runterfliegt, muss man nämlich wirklich alles hier von neu machen. Alter, das war knapp. Das war knapp, Alter. Der ist eigentlich schon runtergelaufen. Okay, hier runter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ich wusste, dass da Gegner sind, aber ich wusste nicht, wann die endlich losschießen. Oh Mann. Alter! Raus.
Nein, nein, nicht dahin. So passiert sowas eigentlich. Hä? Ich kann nicht mehr zielen. Ja, ich konnte nicht mehr zielen bei dem einen Punkt. Ja, ich konnte nicht mehr an dem einen Punkt da zielen. Ja, natürlich. Ja, die sind schon da. Er ist da drüben. Offensichtlich, aber okay. Junge, der eine Spaß da oben regt auf. Ja, wo kann ich mich bitte jetzt verstecken? Da kann ich irgendwie nicht erzielen. Ah, jetzt kann ich ziehen. Ich verstecke mich hier nicht. Alter, hör mal auf zu schießen. Wow, geiles Versteck. Ja, wahrscheinlich. Oh, bis dann. Na toll. Beweg dich. Ja. Geh weg! Okay. Junge, wie viel wollt ihr eigentlich noch sein? War's das jetzt langsam mal? Ich weiß, wir kommen langsam ans Ende, aber beruhigt euch. Ja, natürlich noch einer. Ach, noch einer. Ah, noch zwei. Ach. Ja, Nachladen ist echt schön. Sein. Oh, das war's jetzt endlich, Alter. Cool. Nein! Ich wollte die Munition. Junge, wie viel waren das? Und es gibt ja auch noch einen Endboss, das weiß ich. Auf den habe ich jetzt schon keinen Bock. Er ist da drüben. Ja, noch mehr. Ich kann mich auch nirgends verstecken. Hallo? Und leider gibt es ja auch nicht wie in The Last of Us so ein Lauschmodus, wo man ja sehen kann, wo die auch noch welche sind. Okay, hier war einer drin, aber woher ist der bitte hergekommen? Okay, klettern kann man aber auch nicht.
Ach so. Schafft man den Sprung? Nein. Schafft man nicht. Soll ich mich jetzt dran festhalten? Alles klar. Wirklich? Ach so. Ah. Now this makes it. So sind wir jetzt eigentlich schon im Turm? Von Baum kommt die eine eigentlich mit uns? Ja, okay, die passt aufs Boot auf, aber wirklich ein richtiger Grund ist es nicht. Okay, wow. Ich glaube, wir sind erstmal in die richtige Richtung gegangen. Ja. Ja, wir sind erstmal in die richtige Richtung gegangen. Rüberspringen? Rüberspringen magst du nicht, so als wenn du kletterst, ne? Dein Ernst? Wow. Wow. Applaus dafür. Achso. Bruh. Muss man natürlich auch nochmal aktivieren. Können wir hier nicht dran lang klettern? Nein. Wieso nicht? Diese Sprünge sind die schlimmsten. Aber darüber springen kann ich nicht. Ach, jetzt geht's. Ja, und jetzt? Achso, darüber, ich seh's. Jetzt geht's auf einmal, ne? Ey, was ist eigentlich dein verficktes Problem? Da drüben ist der. Nate, ich frag nicht mal dich, ich frag die. Come on, fuck you. Geile Kameraperspektive. Ich weiß zum Glück, wo ich hinlaufe. Ja, das ist definitiv der Turm. Okay, zum Glück müssen wir nicht springen. Geh mal weg!
Na gut. Jetzt zum Hafen. Hoffentlich ist das Boot noch. Okay. Wir sind. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Part Uncharted. Im nächsten Part machen wir weiter über Kapitel 10, das Zollhaus. Wir sehen uns. Ciao.